Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Story of Seasons. So, meine Lieben, ich werde jetzt hier noch ein wenig angeln und dann gehen wir schlafen und gucken, was der nächste Tag so für uns bringt. Wahrscheinlich eh nichts Gutes, aber vielleicht ja doch. Oh, und ich muss bei meiner Katze nochmal vorbeischauen. Vielleicht hat sie ja wieder ein Geschenk für uns. Das wäre ja ganz toll. Ach Gott. Tritons Horn gefangen. Na, immerhin. Ich glaube, das war ein klitzekleines bisschen was wert, ne? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube, das war nichts wert. Also nicht so viel. Also nicht so toll. Also, naja. Ihr wisst schon. Und eine Bachforelle. Okay, ich geb's auf. Es wird nichts Tolles mehr da rauskommen aus dem Tümpel. Ich habe da echt kein Glück mit. Aber sowas von nicht. Aber egal, ich bin ganz zufrieden bisher. Wir haben nämlich sehr viele Bäume gefällt. Oder fällen können. Das war ganz gut. No, ich krieg keine Geschenke. Das ist schade. Ja, ich bräuchte wahrscheinlich echt so ein Glöckchen. Aber ich finde das doof, wenn das Glöckchen echt nur für einmal ist. Hm. Na gut. Ich tue da mal die Fische wieder in den Kühlschrank. Oh. Und das sollte ich vielleicht auch in den Kühlschrank tun, das Ei. Und den Joghurtdrink. Und die Mayonnaise. Und die Bachforelle tun wir da natürlich auch rein. So. Dann kommt hier noch alles Mögliche in die Lagerkiste. Die Wolle. Und das nicht. Ah, wir haben Leckerlis bekommen. Und Mumu-Leckerlis haben wir bekommen. Glänzende Münze. Naja. Das können wir verkaufen. So. Okay, morgen ist, genau, Geburtstag. Da nehme ich mir schon mal eine Blume raus. Ich habe mal wieder das Falsche gedrückt. Weil morgen Geburtstag ist, gibt es morgen Blümchen zu verschenken. So. Fritz herrscht über das Blattgemüsefeld. Na, das ist ja super für Fritz. Ich gönn's ihm. Oh, Moment, hier ist Post. Sein Land hat neue Waren im Angebot. Oh, da bin ich gespannt drauf. Oh, und wir können schon wieder Tomaten ernten. Das ist natürlich super. Die können wir dann direkt auch nochmal verkaufen. Und das gibt mehr Geld. Yay! Wie cool ist das denn? So, so, so und so. Und jetzt noch gießen. Okay. Ich weiß immer nicht, wie es besser ist, hier mit der Gießkanne rumzulaufen und immer wieder, also, und die ganze Zeit Wasser zu verschwenden, weil mein Charakter halt nicht schnell genug hier drüber läuft. Oder es einfach immer wieder abzubrechen, damit wir nicht so viel Wasser verschwenden. Und ich denke, immer wieder es abzubrechen, ist wahrscheinlich besser. So, dann schauen wir mal eben bei Chi rein. Und dann gucken wir mal, wie es unserer kleinen süßen Katze geht. Ihr geht's gut. Hat sie schon gegessen? Ist da noch was drin? Ich glaube, sie hat schon gegessen. Ich tue da lieber mal noch mal was rein. So. So sieht es besser aus. Sonst habe ich immer das Gefühl, sie hätte da nichts drin. Dann mache ich mir nachher Sorgen um die kleine Katze. Dass sie verhungert. Das wollen wir nicht. Oh nein, meine Hühner verhungern. So, jetzt verhungern sie nicht mehr. Yeah. Sehr schön. So, bald schlüpft dann wahrscheinlich auch das vierte Hühnchen. Denke ich mal. Wann die Kuh kommt, weiß ich nicht. Es wird wahrscheinlich noch dauern. Ich habe mir leider nicht den Tag gemerkt, an dem wir gesagt haben, dass die Kuh hier trächtig sein soll. Deswegen kann das echt noch ein bisschen dauern. So. Perfekt. Hier das Leckerli. Könnte ich übrigens jetzt hier unserem Schaf geben. So.
Mensch, Pferd, lauf mir nicht die ganze Zeit hinterher. Oh je, Hanako ist tatsächlich ein bisschen gestresst. Aber ich kann sie jetzt auch nicht rausschieben. Das geht ja nicht. Was soll ich machen? So, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal hier schwimmen. Und wenn das nochmal so gut läuft mit den Tomaten, dann könnte es ja sogar sein, dass wir uns endlich entweder das Nähatelier oder vielleicht doch lieber die Saatgutscheune da holen können. Vielleicht tendiere ich doch eher zur Saatgutscheune, damit wir da einfach besser werden. Und uns unsere... Kann man sich damit dann die Samen selbst machen? Braucht man die dann nicht mehr kaufen? Ich weiß es nicht. Es wäre ja dann ganz praktisch, wenn das so wäre. Naja, wir müssen mal gucken. Wir finden auf jeden Fall farbenfrohes Getier hier im Tümpel. Aber nichts Tolles. Aber naja. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Fische, die wir brauchen für diese Aufträge. Das wäre ja noch ganz cool. Kleine Lachsforelle, ne? Ich glaube, das war eine kleine Bachforelle, die wir brauchen, ne? Für einen Auftrag. Irgendwie finden wir das nicht. Naja, hier ist anscheinend nichts mehr. Ich gehe mal weiter. So, weiter runter. Alles aufheben hier. Alles verkaufen wieder. Und dann mal gucken. Bis ich unten bin, habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Bis dahin kann ich mir überlegen, was ich nun lieber haben möchte. Das Nähatelier, um mir Klamotten und sowas eventuell selber zu schustern. Dann könnten wir auch Leinsamen kaufen und könnten dadurch richtig viel Geld machen. Oder das Saatding da. Ich weiß es einfach nicht. Das Saatding da hatte ich halt noch nie, ne? Das Nähatelier hatte ich halt wenigstens schon mal. Da weiß ich wenigstens, was ich machen kann. Das ist echt eine schwierige Sache gerade. Aber ich fände es halt auch nicht schlecht, wenn wir unser Gemüse verbessern könnten. Und so dann eventuell halt auch mal wenigstens eine Chance auf einen Erfolg hätten, bei einem von diesen lustigen Events zu gewinnen. Oh, sehr schön, noch ein Eisen gefunden. Also Eisen finden wir immer mehr. Ein Backstein wäre ja auch mal nicht schlecht, wenn wir das mal wieder finden würden. Das brauchen wir ja für das Haus. Ich hätte ja echt gedacht, wir hätten schon genug Backsteine gefunden. Aber anscheinend nicht. Naja. Ein Glasstein. Den brauchen wir auch noch irgendwo für. Ich weiß nur noch nicht wofür. Und hier ist nichts. Nur ein Schmetterling. Das ist sehr traurig. Tja, was hole ich mir denn jetzt gleich? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hole ich mir so einen neuen Fischdingster-Gehege. Genau, das hole ich mir auf jeden Fall. Das brauchen wir. Da kommt nämlich dann der Fisch rein. Den hätte ich eigentlich mal aus dem Kühlschrank mitnehmen sollen. Hoffentlich lebt der noch. Immerhin ist der seit Tagen im Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob das dann noch geht. Komm schon. So, geht doch. Naja, da kommt nichts raus. Naja, ich könnte ja jetzt nochmal gucken. Und dann müsste es eigentlich kaputt gehen. Eine Dose, oh Mann. So, okay. Das Gehege steht noch. Aber ich werde trotzdem gleich schon mal neue Gehege kaufen, weil ich nicht weiß, wann es kaputt geht. Und wenn es dann kaputt gegangen ist, dann können wir es wenigstens direkt austauschen und müssen nicht warten, bis ein Händler wieder da ist. Vor allem, bis Seidenland dann wieder da ist. Ein bisschen Kupfer schadet nie. Aber ich glaube, hier ist schon wieder nichts mehr. Das ist echt so eine magere Ausbeute im Moment hier.
Es ist so schade, dass wir noch nicht mal einen Backstein finden. Kleiner Aju, na immerhin. Immerhin ein paar Fische und eine Kreiselschnecke. Das ist ja eigentlich auch nicht so schlecht, weil Fische sind ja auch sehr begehrt im Moment. Von daher ist das richtig gut, dass wir die finden. Noch ein kleiner Aju. Ich denke, das war's schon wieder hier. Naja, dann gehen wir jetzt mal verkaufen. Und kaufen wahrscheinlich. Obwohl, 40.000. Ob wir das tatsächlich zusammenkriegen? Mit dem, was wir jetzt hier so gefunden haben? Ich bin mir nicht so sicher. So. Und ein Hirschkäfer. Na komm. Sehr schön. Dann noch eben die Hecken abspringen. Man weiß ja nie, was man hier so findet. Ich sag ja, man weiß nie, was man hier so drin findet. Und manchmal findet man tatsächlich was. Und dann gehen wir auch Rhaegar mal wieder besuchen. Da ist nichts. Ein Stück Holz. So. Dann hier oben noch. Und dann die Aufträge nochmal durchgucken. Aber ich denke, da hat sich nichts geändert. Ich glaube, das wird immer so wöchentlich geändert, oder? Ich hoffe es zumindest. So. Na, dann wollen wir mal schauen. Auftrag annehmen. Was haben wir denn hier? Ananas, Kürbis, Pilzkoralle habe ich nicht. Kleiner Karpfen. Ach, kleiner Karpfen war das. Bachforelle haben wir auch noch nicht. Kleine Bachforelle haben wir auch nicht. Kartoffelbrei, Pudding. Ja, super. Habe ich nicht genug Milch für wahrscheinlich. Und Milch. Naja, gut, okay. Da können wir also nicht viel machen. Aber wir könnten hier ein bisschen verkaufen. Und hier gab es auf jeden Fall noch etwas, was wir angenommen hatten. Kleine Bachforelle. Mir fehlt immer noch einer. Das kann doch nicht wahr sein. Na gut, das hier machen wir mal. So. Dann liefern wir mal ein bisschen. Was war hier jetzt nochmal begehrt? War schon wieder der falsche Knopf. X. Ich glaube, hier waren Eier und so begehrt. Genau, Milch und Eier. Würde ich sagen, wir verkaufen hier mal die 14 Eier, die wir haben. Und diese 8 können wir auch verkaufen. So, und das behalten wir allerdings. Käse und Joghurt. Nee, das behalte ich mal alles. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. So. Nach Tieren fragen. Da gucken wir auch mal einmal. Braune Langhaarkatze, die haben wir ja. So. Dann, Items. Da gucken wir auch mal eben, ob es hier was Neues gibt. Tomatensamen. Na, das hier wären halt die Leinsamen. Oder Leinsamen. So. Hier, Fischgehege wollte ich kaufen. Oh, die sind teurer im Moment. Das ist ja fies. Ne, dann kaufe ich die nicht. Grundpreis. Oder? Sind die teurer im Moment? Weiß es nicht. Ich meine, die Frage ist, kann man sich das eigentlich auch irgendwie selber bauen, so ein Fischgehege? Müssen wir mal gucken. Hier, so einen quadratischen Brunnen. Sowas zum Beispiel könnte man
für die Stadt dann bauen oder sowas hier. Aber dafür habe ich halt keine Blumen. Ja, Saatgut, Scheune und Nähatelier kostet beides 40.000. Ach Gott, eine kleine Hütte für die Saatgutproduktion enthält alles Nötige, um Pflanzen zu trocknen und Samen zu entfernen. Ich glaube, ich werde wirklich erst die Saatgutscheune nehmen, dass ich mich damit einfach mal so ein bisschen auseinandersetze. Ah, hier Fischgehege. Schwarzes Garn. Okay, dafür bräuchten wir dann tatsächlich das Nähatelier. Eieieiei. Okay, dann würde ich sagen, wir kaufen mal ein oder zwei Fischgehege. Auch wenn sie teuer sind. So. Aber dann haben wir wenigstens schon mal zwei. Und dann verkaufen wir jetzt hier noch ein bisschen was. Und zwar unsere Tomaten und so. So, ich würde sagen, die Tomaten behalten wir und die hier verkaufen wir alle. So. Genau, das ist es. Und dann hier noch die ganzen Fische. Sehr gut. So, und dann noch hier das ganze Grünzeug, also Getier, wie auch immer ich es nennen soll. Und wenn wir es dann schaffen, die 40.000 zu erreichen, dann kaufe ich mir die Saatgutscheune und werde die bauen. Aber sieht nicht so gut aus gerade. Oh, hier die glänzende Münze, die können wir noch verkaufen. Und das Tritonshorn. Leere Dose kann auch weg. Ah, und die Stiefel auch. Oh, und jetzt haben wir 40.025. Das ist natürlich echt krass. Da sollte ich vielleicht doch noch mal was verkaufen. Vielleicht dann noch mal so ein paar Tomaten. Dass wir jetzt nicht ganz so ohne Geld dastehen. So. Okay. Ja, ich denke, das ist doch okay. So, dann fangen wir jetzt hier mit der Saatgutscheune an. Denke ich mal. So, nee, liefern wollte ich ja gar nichts. Angebotene, nee, hier Items. Bauplan kaufen. So, Saatgutscheune. Wir können sie auch sofort bauen. Das ist ja immerhin schon mal etwas Positives, denn das Nähatelier können wir nicht sofort bauen. Von daher ist das ja ganz super. Also würde ich sagen, wir kaufen die Saatgutscheune, bauen die dann auch sofort und ja, gucken dann mal, wie das da funktioniert. Werkstätten verwenden wurde ins Regal gestellt, alles klar. So, dann reiten wir mal noch ganz geschwind nach Hause, dass ich die Scheune bauen kann. Oder wir machen das im nächsten Part. Ich meine, immerhin haben wir das jetzt schon mal gekauft. Das ist ja auch schon mal gut. Eieieiei. Ich bin gespannt, wie das wird mit der Saatgutscheune. Ich kenne das nämlich noch nicht. Ich weiß nicht, was das genau macht. Aber okay. Wenn wir dadurch Samen bekommen, wäre das ja schon mal ganz cool. Dann bräuchte ich die nicht immer wieder kaufen. Ich meine, gut, die ersten ja, aber dann könnte ich irgendwie von der Hälfte oder so, was wir dann dabei rauskriegen, halt Samen machen. Und das wäre ja dann wieder richtig cool. Dann lohnt sich das ja nachher richtig. So, dann will ich mal gucken, ob wir das hinkriegen. Beziehungsweise, wisst ihr was? Nee, ich mach doch einen Cut an dieser Stelle. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi!